das ist lieb, danke. Guter Einstieg. So, Dani. Du hast jetzt gelingt, du brauchst nicht Gewicht machen. Ja. Ich auch nicht. Guten Apfelstrudel. Die EM steht vor der Tür. Was nimmst du vor? Jetzt bist du EM, das Pflaster kennst du schon, sag ich mal. Ja, das ist jetzt meine dritte EM. Ja. Die ersten zwei Mal waren fast ein bisschen nur da für Routine sammeln. Ja. Wenn ich jetzt zum dritten Mal sage, es nur wegen Routine sammeln, dann war ich falsch am Platz. Also jetzt gehe ich wirklich eine Platzierung unter die ersten sieben. Es wird nicht leicht, das weiß ich, Europameisterschaft, aber Platz unter die ersten sieben ist mein Ziel. Danach geht die Olympia-Quali los. Inwieweit denkst du an die? Zum Teil. Also in dem Fall, dass wir ein bisschen weiter vierig kommen in der Weltrangliste, weil bei der EM gibt es jetzt auch wieder einen Haufen Möckerpunkte. Und dass man da eine gute Ausgangsposition hat für die Turniere dann, wenn es richtig losgeht mit der Olympia-Quali. Ja, du bist ja im Vergleich zu anderen, sag ich mal, gerade bei den Schwaden ist das ja eher so, dass man ein bisschen länger braucht, bis man oben ankommt. Du bist ja doch im Vergleich noch ein junger Hupfer. Ist da Rio schon irgendwas, wo du sagst, da muss ich schon hin, oder kannst du sagen, naja, Tokio war auch noch eine Idee? Beides. Also ich weiß ganz genau, ich bin so nur jung und ich weiß auch, wenn sich jetzt das, bis man mit Rio nicht ausgeht, dass dann 4 Jahre später Tokio ist. Aber eigentlich würde ich an das gar nicht denken und einfach ganze Energie und volle Kraft Richtung Rio, dass es sich dort schon ausgeht. Wie ist denn Kimbaum und in der Vorbereitung ist das Ganze jetzt gelaufen? Kimbaum war ganz gut, da haben wir gemeinsam mit den Deutschen und den Mongolen, die haben mit 25 Leuten dort gemeinsam trainiert. Es war eine extrem harte Randore. Und ja, aber das braucht man, dass es weiter viel geht, dass es weitergeht. Wen wünschst du für die erste Runde im OPE? Das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Nein, indem es bei der Europameisterschaft keine leichten Gegner mehr gibt, sage ich, egal. So kommen. Dann wünschen wir deinen Daddy. Ja, genau. Genau, den wollte ich nicht.